Herzlich willkommen und hallo zurück zu Assassin's Creed Unity. Und ja, im letzten Part haben wir versucht, den Brief überzugeben. Und in diesem Part, ganz ehrlich, können wir noch mal ein bisschen erkunden, obwohl hier gibt es eigentlich nichts weiter aus da. Da gäbe es eine Truhe. Und wir brauchen ja auch Geld. Geld ist auch wichtig in Assassin's Creed. Geld kann niemals schaden in Assassin's Creed. Muss nur gucken, muss ich da oben lang? Oh, die Fenster sind ja auch nie ohne Grund da. Ne? Die machen ja auch an manchen Stellen auch schon Sinn. Und habe ich recht? Ja, da, okay, es ist sogar hier oben. Die ganze Kraxelei für umsonst. Aber wir erkunden mal ein bisschen Paris. Paris, Versailles. Ist ja nicht Paris. Paris ist ja ein eigener Ort. Genau wie Versailles ein eigener Ort ist. Hier oben hätten wir auch noch eine Truhe. Ja, hier hätten wir auch noch eine Truhe, ne? Das ist ja eigentlich. Zeigt sich eigentlich auch die Orte an, wo ich hier bin. Hotel. Na, irgendwas. Auf jeden Fall ist da ist noch eine Truhe, ne? Die holen wir uns auch mal ganz kurz. Nehmen wir einfach mal die Abkürzung durchs Haus nehmen. Ja, fast eine Abkürzung. Ein bisschen Weg hat es natürlich gespart. So, gezielter Abgang natürlich hier. Haben wir eingelegt. Und dahin dürfen auch unsere nächste Belohnung auf uns warten. Können wir über die Hecken drüber kraxeln? Ne, geht nicht. Müssen wir eben außen rum. Ach, Labyrinth oder wie? Ach da, schon gefunden. So, was haben wir hier drin? 100? Ja, 100. Mal ein bisschen auf Truhenjagd gehen, weil man ein bisschen Geld sammeln kann. Jetzt persönlich nicht schaden. Ich meine, Geld braucht man in Assassin's Creed ja ziemlich häufig. Gerade jetzt, wenn man auch sich verschiedene Waffen kaufen kann. Wie zum Beispiel Zweihänder zum Beispiel geht, das weiß ich. Es gibt jetzt Zweihänder. Wo ist denn die Truhe? Die Truhe ist gleich hier unten. So, dann brauche ich eigentlich bloß, ne, hier reinzugehen. Alter, Ezio, wollte ich gerade schon sagen. Alter, Ezio. Arno. Genau, Arno. Wo ist denn eigentlich dieser Apfelhain? Soll ich rüberkommen und dir eine verpassen, du Spinner? Okay. Bleib da stehen! Ich schneide dir die Leber raus und stapfst dir in den Hals. Okay. Mach den Bastard müde. Die müssen ja zu kämpfen. So. Du musst nicht entkommen. So. Und auch du noch. Komm her. Was? Boah. Ich sag doch, man braucht hier definitiv bessere Waffen, weil, wie gesagt, das Schwert ist zwar ganz gut für den Anfang, aber jetzt mit einer langen Waffe wäre ich jetzt schon besser gewesen. Ja, manche Waffen, ganz ehrlich, du kannst nicht alles mit. Na, vielleicht kann ich ein bisschen Stealth erledigen. Vielleicht komme ich ein bisschen auf Stealth hin. Kann ich eigentlich die Gegner schon mit der Faust überwältigen oder brauche ich da wirklich den Skill dafür? Ist die Frage, geht das überhaupt schon? Na, das ist die Frage. Großen doch gleich irgendwie loswerden würde, ne? Wir haben auch keine Waffen und auch keine Medizin. Ach, der Typ nervt irgendwie so ein bisschen. Okay, dann werden wir uns eine andere Truhe nehmen. Ich habe mal kurz gucken, wie lange ich aufnehme. Ich habe das hier ein bisschen Überblick, deswegen schaue ich immer mal ganz kurz nach. Ich glaube, die Truhe dürfte man leichter bekommen. Ja. Hier bräuchte ich schon meine versteckte Klinge und meine Fähigkeit von oben Attentat auszuführen. Denn ganz ehrlich, dann
Den großen müsste man irgendwie zuerst erschalten oder ich hätte jetzt schon eine größere Waffe. Das würde natürlich alles ein bisschen vereinfachen. Aber da ich die große Waffe noch nicht habe, ja, müssen wir erstmal so rauskommen, ne? Und die größeren Konflikte erstmal vermeiden. Bleibt uns nichts anderes übrig, ne? Ich hätte mir die Truhe jetzt echt gern geholt. Die hätte ich jetzt mir so gern geschnappt irgendwie. Aufpassen, jetzt hier nicht in einen Konflikt zu geraten. Ich meine, Konflikte gerät man ja schnell mal. Brauchst nur zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort zu sein. Aber hier ist kein Gegner perfekt. So, einmal nach oben und einmal rein in die Stube. Ja. Wieder raus aus der guten Stube und wieder rein. Ja, no. So möglichst noch eins nach oben, wenn es geht. Na, Arno, komm schon. Arno. So, und jetzt komm schon. Boah, Junge. Ich kann die Steuerung nicht so ganz so gut. Okay, hier. So, was haben wir hier drin? Bestimmt wieder 100? Na. So, nee. 800, okay, wir haben 600 bis jetzt. Dann könnten wir eigentlich gleich die nächste Truhe noch holen. Ich meine, Schaden tut's ja nicht, ne? Die ist auch gleich hier vorn. Dann können wir uns ja gleich mal die holen. Vielleicht kriegen wir auch schon eine größere Waffe dafür. Wie gesagt, wir wären eigentlich so ein Zweihänder oder eine lange Waffe eigentlich ziemlich recht, eigentlich. Also eigentlich von beiden wären wir eigentlich recht. Also. Oder ein Langschwert, ne? Hätte mir eigentlich wirklich vollkommen reichen. Wir gehen mal zum Geschäft und schauen mal nach. Wir brauchen eh Medizin. Da können wir mal gucken, was so ein Schwert kostet. Obwohl, Medizin bekommen wir ja auch von Leuten. Das heißt, Medizin müssen wir jetzt nicht dringend kaufen. Aber was wir so dringend brauchen, ist auf jeden Fall eine bessere Waffe. Die brauchen wir wirklich, ne? Da werden wir nicht drum rumkommen, uns die mal kaufen zu müssen. Also kaufen wir uns eine größere Waffe. Warum schleichst du, Kollege? So, interagieren. Verbrauchsgegenstände. Ich kann mir da keine Waffen kaufen. Ach, Mann. Ich kann mir noch keine Waffen kaufen. Muss man wenigstens Medizin. Für einen Kampf hätte man nullfalls Medizin. Wir können uns noch keine Waffen kaufen. Ach, komm schon. So. Komm. Ja, jawohl. Willst du in den Combat gehen? Okay, du willst also noch kämpfen, aber das lange hast du nicht durchgehalten, mein Freund. Plündern kann ich natürlich auch. So. Assignat. Ein Assignat, was ist denn ein Assignat? Wahrscheinlich irgendwas Wertvolles. Ich verstehe kein Wort von dich. So, sag mal, gehen wir jetzt zum Aufenthaltsort der nächsten Hauptmission. Weil jetzt haben wir ein bisschen erkundet, noch können wir nichts Großartiges machen. Das kommt ja alles später. Noch nicht jetzt, kommt ja alles noch. Von daher gehen wir mal zum nächsten Missionsort. Und in der nächsten Folge beginnen wir dann die Mission. Und in der übernächsten beenden wir die dann wahrscheinlich. Wie es aussieht, weil die wird bestimmt ein Stück dauern. Weil die Missionen sind ja hier alle insgesamt ein Stück länger. Und auch anspruchsvoller. Also daher sind sie auch länger, weil sie ja anspruchsvoller sind. Und ja, hier hätte man theoretisch eine Spur, ne? Nee. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Jetzt wollen wir wieder eine Mission machen, weil das Spiel ist auch so spannend. Ich will es durchspielen. Natürlich mit euch, ne? Ich habe es persönlich noch nicht durchgespielt. Aber das Spiel hat. Ich habe die ersten zwei Missionen gemacht. Das ist mit dem Brieftra-Ausliefern habe ich auch noch gemacht. Ich sage, wir gehen erstmal in meinen Palast rein, in mein Zuhause. Und ich würde sagen, von hier verabschieden wir uns erstmal, zumindest für diese Folge. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss.